Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich muss mich einfach nochmal äußern zu diesem Opfer und zu dieser Einweihung des Brandopferaltars für den dritten Tempel. Habt ihr das gesehen, dass die auch ein Lamm geschlachtet haben und in dieser grünen Plastiktonne auf diesem Brandopferaltar getragen haben? Teile davon sind dann auch verbrannt worden auf diesem Brandopferaltar und man hat dann damit sozusagen den Brandopferaltar für den dritten Tempel geweiht. Das ist wohl Anfang dieser Woche geschehen. Die Frage ist, wie soll man das einordnen vor dem Hintergrund der Bibel? Ist ein mobiler Altar gewesen, den man schnell ab- und aufbauen kann, hat auch ein Architekt geplant, sodass man den schnell auf den Tempelberg bringen kann, um dann dort auch den Brandopferaltar mal irgendwann aufzustellen. Was die jetzt mit dem Altar machen, weiß ich nicht genau. Meine Frage ist immer, wie sieht der Herr Jesus Christus das denn, wenn der das so sieht, dass da ein Brandopferaltar geweiht wird und dann ein Lamm darauf geopfert wird, ob der sich darüber freut? Wie denkt ihr darüber? Wie denke ich darüber? Ich versuche das anhand der Bibel einzuordnen und muss eigentlich sagen, wenn man das mit dem Hebräerbrief mal formulieren will, dass die damit das Blut Jesu Christi mit Füßen treten. Denn Christus ist gestorben auf Golgatha. Er war das Lamm Gottes, so wie Johannes sagt, seht das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Und das sieht man schon an diesem Opfer, das jetzt da dargebracht wird, dass dieser sogenannte dritte Tempel der Juden nicht im Willen Gottes sein kann. Das passt nicht. Das sagt die Bibel auch an keiner Stelle. Wir haben diese Bibelstellen in 2. Thessalonicher 2. Ich kann das ja immer wieder nur wiederholen. Da spricht der Paulus von dem Tempel Gottes, in den sich der Antichrist setzt. Das ist also ein Tempel, der im Willen Gottes ist, den Paulus dort ankündigt. Und dieser Tempel, den die Juden dort planen und wahrscheinlich dann nach Plänen des zweiten Tempels, der übrigens ein herodianischer Tempel war. Herodes war Edomiter. Das war überhaupt kein Jude. Und die Juden wollen jetzt den dritten Tempel bauen, der dann für den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist, den ein Edomiter gebaut hat, den bauen die danach. Also ich weiß nicht, dass wir Christen das nicht hören, dass wir das nicht einordnen können. Also viele von euch verstehen das ja auch, finde ich toll. Ich fand es auch super, dass die beiden jungen Männer, die das da gefilmt haben, das ganz deutlich sagen, dass wir der dritte Tempel sind, dass wir keinen Brandopferaltar mehr brauchen, dass Christus für unsere Sünden auf Golgatha gestorben ist, ein für alle Mal. Und dass die Juden mit dem, was sie da machen, zumindest mal falsch liegen. Wenn man das ganz eindeutig mal sagen will, so anhand der Bibel, dann muss man sagen, die treten Christi Blut mit Füßen. Die akzeptieren Jesus nicht. Ja? Die warten zwar, dass der Messias kommt, aber Jesus von damals, Jesus von Nazareth, der war es nicht. Also anhand der Bibel, wenn man das einordnet, kommt man da zu einem recht eindeutigen Ergebnis. Und ich bin auch ein bisschen besorgt eigentlich über diese evangelikalen Prediger, die so hartnäckig behaupten, der dritte Tempel muss gebaut werden. Und zwar der dritte Tempel, von dem die Juden sprechen, der muss gebaut werden. Das steht nicht in der Bibel. Das steht nicht in der Bibel. Denn dieser Tempel ist nicht im Willen Gottes. Im Willen Gottes ist es, sich zu Jesus Christus zu bekehren, dessen Opfer anzuerkennen. Und anzuerkennen, dass dieses Opfer auf Golgatha das allgemein gültige, endgültige Opfer ist, das Gott für uns gebracht hat. Das ist im Willen Gottes. Und die Juden können den Tempel bauen. Ich weiß nicht, vielleicht bauen sie ihn nicht. Ich kann nur von der Bibel her argumentieren. Menschen können viele Dinge tun. Ja, ist ja auch so, wir Christen zeigen ja schnell mit dem Finger dann auf andere. Wir machen das ja eigentlich überhaupt nicht besser. Auch die Altäre in unseren beiden großen Amtskirchen werden ja geweiht in den Kirchen. Ja, das ist ja genauso ein Altar, der eigentlich für nichts mehr gut ist, weil Christus ist gestorben und auferstanden. Ja, wofür brauchen wir als Christen dann einen Altar? Was soll denn darauf geopfert werden? Gut, die Katholiken, die opfern darauf immer wieder neu, auch Christi Blut und Leib, wenn sie die heilige Eucharistie verteilen, dann wird das ja ein erneutes Opfer. Luther hat dazu sehr deutliche Worte gefunden. Der sagt, das ist ein vermaledeiter Götzendienst. Es sind harte Worte, ja.
Aber eigentlich ist es so, ja, es gibt kein neues Opfer. Das Abendmahl ist ein Gedächtnismahl. Wir denken daran, dass Christus sein Blut und seinen Leib auf Golgatha gegeben hat. Aber das hat keine heiligende Wirkung irgendwo. Es gibt keine heiligen Handlungen mehr, das ist vorbei. Die evangelische Kirche ist etwas davon abgerückt. Die hat auch immer noch ihre Altäre, die werden auch immer noch geweiht in der Kirche. Allerdings wird da nicht dann tatsächlich Christi Blut und Christi Leib ausgeteilt. In der katholischen Kirche ja auch eigentlich nur die Hostie Christi Leib. Aber wenn die Wandlung kommt, wenn dann der Priester in der katholischen Kirche dann die Wandlung spricht und dann dieses Glöckchen läutet, dann wird diese Hostie verwandelt in den tatsächlichen Leib Christi. Und das ist weiße Magie, das muss man, glaube ich, so sagen. Klingt hart, aber es hilft ja nichts. Auch in der evangelischen Kirche ist das Abendmahl mit der Trauung, glaube ich, auch noch, und der Taufe. Abendmahl und Taufe sind zwei Sakramente, also auch heilige Handlungen. So ganz hat sich Luther nicht davon trennen können. In Freikirchen finden wir heute keine Tempel, keine Altäre mehr. Da gibt es ein Rednerpult und an der Wand hängt vielleicht ein Kreuz. Ich will damit nur sagen, dass wir Christen eigentlich über viele Jahrhunderte auch nichts anderes gemacht haben, nicht viel besser waren wie die Juden, wenn wir da wieder Altäre aufstellen. Aber um nochmal zu diesem Brandopferaltar zurückzukommen, ordnen wir den doch mal ein vor dem, was die Juden fordern eigentlich für den dritten Tempel. Ja, wenn dieser Brandopferaltar jetzt da eingeweiht worden ist, ist er denn gereinigt worden? Muss der nicht mit der roten Kuh, mit dem Wasser einer verbrannten roten Kuh gereinigt werden, so wie im Alten Testament steht? Natürlich. Dann war der Brandopferaltar ja überhaupt nicht gereinigt. Nein. Das sind ja alles Dinge, wo man sagen muss, da ist ja selbst nach jüdischer Vorstellung das Gesetz übertreten worden. Selbst wenn die da ein Lamm verbrennen oder Teile dieses Lammes verbrennen. Man kann das auch sehen in dem Video, diese kleine grüne Plastikkiste, die da hochtragen, ist so ein bisschen ausgegraut, dass man das nicht so genau sieht. Die durften das Lamm, so wie in der Pressemeldung stand, wohl nicht opfern dort auf dem Altar. Die mussten dann woanders dann auch schlachten und haben das dann nachträglich auf den Brandopferaltar gebracht. Aber der ist ja gar nicht gereinigt worden. Auch die Priester, die dort gewesen sind, ja, die wurden ja dann ausgelost. Die sind nicht gereinigt worden mit dem Wasser der roten Kuh. Dann war das ja eine ganz ungereinigte Veranstaltung, ja. Wir sehen daran schon, allein daran schon, dass diese Pläne, die die Juden haben, einen Tempel zu bauen, ohne Gottes Geist zu haben, ohne an Jesus Christus zu glauben, nicht im Willen Gottes ist. Also allein an der Zeremonie kann man das schon sehen. Ich wollte das nur noch mal so ein bisschen nachschieben. Wie gesagt, wir Christen sind da in vielem überhaupt nicht besser wie die Juden auch. Wir müssen uns an Gottes Wort halten. Gottes Wort führt in die Freiheit. Nicht in irgendeine Gefangenheit, nicht in irgendeine Sekte, nicht in irgendeine Sektiererei. Und wenn wir uns an die Bibel halten, haben wir auch Licht für das, was da passiert. Gut, die Juden haben einen Brandopferaltar geweiht, einen mobilen Brandopferaltar, den sie dann irgendwie auf den Tempelberg auch bringen wollen. Aber selbst diese Weihe war nicht nach den Vorschriften des Alten Testaments. Und den Vorschriften des Neuen Testaments entspricht schon gar nicht, also überhaupt gar nicht. Wir schauen uns jetzt aber nochmal in einem gesonderten Clip die Bibelstellen an, die die Bibel uns für einen Tempel in der letzten Zeit gibt. Und wenn es so ist, dass tatsächlich die Juden einen dritten Tempel planen und bauen, und wenn es tatsächlich so ist, wie viele evangelikale Prediger das ja so hartnäckig behaupten, dann muss es doch auch Bibelstellen geben, die das sagen. Ja, das ist ganz einfach. Also schauen wir uns die mal alle an. Ich habe die mal rausgeschrieben auch. Und schauen wir uns in einem separaten Clip mal an. Gehen die mal so stückweise durch. Ist nicht so viel, so knapp zwei Handvoll Bibelstellen. Die schauen wir uns an und dann, glaube ich, bekommen wir auch ein bisschen Licht. Und ich hoffe, dass dieses Irrlicht des dritten Tempels dann aus unseren Köpfen verschwindet und wir hinfinden zu einer Sichtweise, die dem Neuen Testament und den Aussagen vom Apostel Paulus und vom Apostel Johannes in der Offenbarung dann auch entspricht und unsere Endzeitsicht etwas aufklärt. Statt dass wir in so einer
hektischen Sichtweise irgendwelche Pläne der Juden im, in Jerusalem, da im Nahen Osten, verwechseln mit dem, was die Bibel uns für die Endzeit sagt. Ich rufe da einfach zu Nüchternheit auf und zu einem schriftgemäßen Glauben und einer schriftgemäßen Vorstellung von dem, was wir zu erwarten haben. Es wäre sehr, sehr schön, wenn die Juden durch Gottes Gnade zum Glauben finden würden und erkennen würden, dass ihr Messias schon da war. Dass dieser Jesus von Nazareth ihr Messias war. Wenn jemand zweifelt an der Bibel und sagt, woher kann ich denn sehen, ob die Bibel wahr ist oder nicht, dann ist das sicher ein Stück weit auch das Volk der Juden, das nach 2000 Jahren wieder ins Land gefunden hat. Und es wäre diesem Volk nur zu wünschen, dass sie ihren Messias erkennen. Und ein Teil davon, ein Überrest davon, nämlich die Überreste, der Überrest in Jerusalem, die Bürger in Jerusalem, die werden in der letzten Zeit ihren Herrn Jesus Christus noch erkennen. Das geht aber durch Wehen hindurch. Und die werden dann zum Glauben finden an Jesus Christus, das Haus David und die Bürger Jerusalems. Und dann ist Jerusalem ein Tempel. Dann ist Jerusalem ein Tempel im Heiligen Geist, weil die Menschen, die darin sind, wiedergeboren sind und Gottes Geist in ihnen wohnt. Dann wohnen Heilige in Jerusalem. Und dieser Tempel, der ist dann tatsächlich im Willen Gottes, weil die Menschen, die darin sind, an Jesus Christus glauben. Und dieser Tempel ist dann auch stofflich, sodass sich der Antichrist da auch hineinsetzen kann und auch hineinsetzen wird. Also dieser Tempel, in Anführungsstrichen, der dann die ganze Stadt Jerusalem umfasst, das ist tatsächlich ein Tempel im Willen Gottes, so wie Paulus davon schreibt in 2. Thessalonicher 2 und Johannes in Offenbarung 11. Bis dahin mal in aller Kürze. Also wir sollten uns da nicht so sehr unruhig machen lassen. Ist interessant, das zu sehen. Sind Tempelaktivisten, die das tun. Es gab einige wenige Pressemeldungen darüber. Man hat die Sache aber auch relativ runtergespielt, weil man natürlich da auch keine Unruhen haben will. Heilsgeschichtlich hat das eigentlich keine große Bedeutung. Ja, das machen die Juden vielleicht, wie gesagt, bauen sie einen Tempel, aber dieser Tempel wird in der Bibel nirgendwo vorhergesagt. Nirgendwo. Und diese ständigen Hinweise auf irgendwelche Bibelstellen, die mit diesem Tempel überhaupt nichts zu tun haben, die greifen alle ins Leere. In den Kommentaren wird ja auch immer wieder zitiert, dass der Antichrist sich in den Tempel setzt. Und dass Johannes den Tempel messen soll und dass deswegen doch auch der dritte Tempel von den Juden irgendwann gebaut wird, das ist falsch. Das ist falsch. Da steht, dass der Antichrist sich in den Tempel Gottes setzt und dass Johannes den Altar und den Tempel Gottes messen soll und die darin anbeten. Und zwar in einer neutestamentlichen Art und Weise, nämlich im Geist und in Wahrheit, weil sie wiedergeboren sind. Also da bitte ich doch einfach alle Bibelleser und auch die Kommentare geschrieben haben, einfach sich mal die Bibel noch mal vorzunehmen und ganz genau zu lesen, was da steht. Im Geschäftsleben ist das auch wichtig, dass man Verträge genau liest und dass man genau versteht, was da formuliert ist. Und ich habe oft den Eindruck, dass man da so drüber weggeht und dadurch dann auch zu ungenauen und zum Teil auch einfach falschen Ergebnissen kommt. Also lasst uns das nochmal in Ruhe durchdenken. Ich wiederhole das auch immer wieder und fühle mich da sehr entspannt, weil ich glaube, dass die Bibel das ganz genau so sagt. Und es tut uns gut, wenn wir uns zu diesem Wort hin bekehren, in Anführungszeichen. Weil dieses Wort macht frei und klug. Und es gibt uns Licht für Gottes Wesen und Christi Wesen. Das ist was Feines. Ja? Ich weiß, dass das schwierig ist, vor allem wenn man über ein gesundes Halbwissen verfügt, dass man jetzt vollkommen neu denken soll. Einige Zuschriften kommen auch, von denen ich glaube, dass die ersten Clips nicht gesehen haben und deswegen fehlt denen auch so ein bisschen die Basis. Deswegen sage ich immer wieder, schaut euch die Clips von Anfang an, die bauen aufeinander auf und man braucht die Kenntnis aus Daniel und auch die Kenntnis über die Wiedergeburt Jerusalems, um diese Dinge zu verstehen, die wir jetzt so Stück für Stück bewegen. So, jetzt genug der Vorrede. Ich wünsche alles Gute, einen schönen Abend. Wir haben schon Abend hier, ja. Schönen Abend, eine gute Zeit, schönes Wochenende und freue mich, wenn ihr demnächst wieder einschaltet. Bis dann.